Okay, hey Leute, warte hier, willkommen zu einer weiteren Folge von Brawlstars. Brawlstars hat in den letzten Tagen irgendwas Geheimes angekündigt, haben irgendwelchen brasilianischen YouTubern versteckte Nachrichten geschickt. Fairerweise, das hat niemanden so richtig interessiert. Denn diese ganzen Hinweise haben jetzt in folgenden Trailer gemündet. Wir haben jetzt einen Trailer gekriegt, wo eventuell was angekündigt wird. Ich werde es noch nicht erwähnen, aber gucken wir uns den einmal gemeinsam an. Und ein paar Leute werden vielleicht schon was erkennen und dann analysieren wir diesen Trailer kaputt. Ich hoffe übrigens, dass das bedeutet, dass Brawl Talk bestenfalls heute oder morgen rauskommt, weil ich feiere am Montag in Urlaub und wenn es am Montag rauskommt, wenn ich im Urlaub bin, ich habe schon mal gesagt, ich werde ausrasten. Ich wäre so sauer, so enttäuscht, deswegen gucken wir uns aber mal den Trailer an und hoffen einfach und beten, dass das Update noch dieses Wochenende rauskommt. Okay, Trailer an. So. Das ist übrigens sehr cool, der Trailer. Achtung, jetzt mal aufpassen. Habt ihr es gesehen? Wenn man nicht achtsam ist, kann man es verpassen. Aber habt ihr es gesehen? Ich würde sagen, wir gucken uns das Ganze nochmal an und ich pausiere dann an der richtigen Stelle. Und dann hätten wir eine Kleinigkeit zu bereden. Also erstmal der Trailer hier unten. Ich weiß nicht, ob das irgendwas bedeutet. Können wir natürlich schätzen, dass vielleicht eine Map zwei Ebenen hat oder so. Einmal unter Tage und einmal irgendeine Bar. Aber das ist erstmal nicht das Wichtige. Das ist nicht das, was ich meine. Das Wichtige kommt noch. Achtung. Bereithalten. Er ist noch hier oben. Jetzt Cold. Krach nach unten. Zack. Aufpassen. Aufpassen. Die Person in der Mitte ist der neue Brawler. Mit diesem Trailer hat Supercell einfach den neuen Brawler angekündigt. Und fairerweise, ich stehe komplett auf dem Schlauch. Ich kann das überhaupt nicht zuordnen. Ich habe mich auch schon mit Sven ein bisschen darüber unterhalten. Und also ich bin mir unsicher, ob es überhaupt ein Typ ist. Aber die meisten Leute sind der Meinung, dass es eine männliche Person ist und es scheint wohl auch eine männliche Person zu sein. Und was natürlich auffällt, die Figur hat eine sehr stylische Frisur. Hat einen sehr... trägt, glaube ich, sowas wie eine Lederjacke. Und hat einen Baseballschläger. Ich bin ja ein Fan von Figuren mit Baseballschlägern. Für die Leute, die One Punch Man gucken oder lesen, da gibt es auch die Figur Metal Bat, die übrigens im Anime richtig versaut wurde. Ich habe mir das jetzt nochmal genau angeguckt. Und es könnte auch eine Shotgun sein. Wenn vorne der Lauf ist der Waffe und hinten der Griff, weil es wird ja breiter nach hinten. Aber wird das Sinn machen? Aber es könnte auch eine Schusswaffe sein. Je länger ich mir das angucke. Also es könnte Stand jetzt alles sein. Aber ich glaube, es ist ein Baseballschläger. Wer hält denn eine Waffe so? Naja, schreibt mal eure Meinung in die Kommentare. Also es könnte auch eine Shotgun sein. Ich will mich jetzt nicht auf einen Baseballschläger festlegen. Und die Figur ist halt richtig, richtig cool. Und daran erinnert die mich so ein bisschen, die Figur. Und die Figur trägt auch Ohrringe mit einem Kreuz. Was ja vielleicht dafür stehen könnte, dass die Figur eher ein Supporter ist. Weil Kreuz, Heilung. Aber ich weiß nicht, wo ein Baseballschläger irgendwas mit Support zu tun hat. Was waren denn die letzten Brawler, die rausgekommen sind? Karl. Karl würde ich jetzt eher als Supporter zählen, ehrlich gesagt. Wobei er natürlich nicht heilen kann. Kann man vielleicht auch als Damage-Dealer zählen? Schwierig zu sagen. Rosa, ganz klarer Tank, ganz klarer Tank. Und Supporter oder Damage-Dealer ist jetzt die Frage. Eins von beiden ist er auf jeden Fall. Er wird kein Tank, sondern er wird nicht 2 Milliarden Leben haben. Aber wie viel Leben wird er nach... Er hat übrigens eine Stimme. Achtet mal drauf. Er hat schon eine Stimme. Moment. Mhm. Aber ist das eine männliche oder eine weibliche Stimme? So ein Mhm. Könnte weiblich oder männlich sein. Ich kann es nicht zuordnen. Ich kann nicht sagen, es kann immer noch beides sein. Ich denke, wenn mein Video hier rauskommt, werdet ihr schon mehr wissen, weil dann wahrscheinlich schon Brawl Talk hoffentlich rausgekommen ist. Und morgen kommt dann auch das Update raus, damit ich jetzt noch aufnehmen kann. Ansonsten RIP. Oder es kommt halt am Montag raus und dann aber ganz früh um 8 Uhr morgens. Dann muss ich noch, bevor ich losfahre, was auf... Oh, das ist furchtbar. Das wird richtig furchtbar. Bitte, Supercell, tut mir das nicht an. Lass uns mal ein bisschen spekulieren.
Gehen wir mal davon aus, dass er ein Supporter ist, wegen den O-Ringen. Welche Supportfähigkeit kann eine Figur, die ein Biker ist, also er scheint ja ein Biker zu sein. Ich kann mir auch vorstellen, übrigens, dass die Map, wenn man die nochmal sieht, ich kann mir auch vorstellen, dass die Bar eine Map sein wird. Und er ist ein Biker oder sie ist ein Biker. Retro. Ja, also so eine, keine Ahnung, 70er Jahre Bar wird das. Werden da noch Zeitreisen eingeführt im Spiel oder sowas? Ist das Avengers? Ich denke, so ein normaler Angriff, der wird eine recht gute Nahkampfreichweite haben, weil er wahrscheinlich einfach so schlagen wird. Er kann natürlich auch von oben schlagen. Dann wäre es natürlich eher zentral, aber ich würde eher sagen, er schwingt den Baseballschläger, wie man es halt macht mit einem Baseballschläger. Und dann haben wir... Ja, also ich denke, er wird so sein wie Shelly vielleicht in Hälfte der Reichweite. Also wirklich so ein weiter Schlag mit einem Baseballschläger, konnte ich mir gut vorstellen. Ich denke auch eher, der wird ein Damage-Dealer als ein Supporter. Also mit einem O-Ring kann auch einfach nur ein optisches Accessoire sein. Und was ist denn sein anderer Angriff? Was könnte man noch mit einem Baseballschläger machen? Falls ihr übrigens wilde Theorien habt, schreibt mir bitte in die Kommentare. Das zählt allerdings nur, bevor Brawl Talk rauskommt, weil wenn Brawl Talk rauskommt, dann weiß man ja, was passiert. Aber ich finde das Spekulieren lustig. Ich möchte ein bisschen spekulieren. Er könnte natürlich auch eine Sprungattacke machen. Das wäre dann aber sowas wie Frank. So ein Mini-Frank könnte er sein. Was kann man machen mit einem Baseballschläger, ist die Frage. Der sieht jetzt aber auch nicht besonders magisch aus, dass er irgendwie einen Halszauber hätte. Motorrad? Weil es eine... Motorrad, ja gut, der sieht aus wie ein Biker. Was haben Biker? Die haben Motorräder. Das wäre doch eigentlich lustig, dass, wenn er sein Super einsetzt, dass er für kurze Zeit, sagen wir für 5 Sekunden, in so einen Biker-Modus kommt. Dann zieht er sich einen Helm auf und fährt einfach mit dem Motorrad rum und wenn der Gegner rammt mit dem Motorrad, kassieren die halt Schaden. Das fände ich ehrlich gesagt lustig. Das wäre aber quasi so ähnlich wie Karl einfach. Nur halt vielleicht ein bisschen anders, ich weiß es nicht. Aber das wäre der kreativste Vorschlag, den ich jetzt hätte. Wenn der Biker sein Super einsetzt, dann steigt er auf ein Motorrad und fährt mit dem Motorrad rum. Das würde ich ultra lustig finden, wenn das ins Spiel kommt. Es wäre nicht mein Wunsch, aber ich würde es ultra lustig finden. Wie balanced man das denn? Aber ganz ehrlich, das würde ich feiern. Das würde ich feiern. Das wäre die Variante, die ich am meisten feiern würde. Mit großen, großen, großen Abstand. Okay, lass uns nochmal den Trailer gesamt angucken. Und lass uns mal gucken, ob wir vielleicht noch irgendwas entdecken. Für irgendwas nochmal entdecken. Also hier unten mit den Kartbahnen. Vielleicht können wir noch irgendwie einen Easter Egg spähen. So, da oben kämpft ein Barley. Da ist ein Dynamike. Barley wegen dem Alkohol, der da fliegt. Da sind Schüsse von Rico, so wie das aussieht. Ja. Und da ist Explosion. Und der Boden brennt. Was war das? Soll das Brock gewesen sein? Die zwei gucken, da ist nichts Neues. Aha. Yep. Da habe ich jetzt nichts gesehen, was Secret war. Was haben wir hier? Da haben wir übrigens eine Kaktussocke. Links am unteren Bildrand haben wir eine Socke mit einem Kaktusmuster. Die kann man jetzt nicht genau erkennen, weil es ein bisschen verpixelt ist, aber da haben wir einfach eine Socke mit einem Kaktusmuster. Hier haben wir eine Bar. Die Bulls Bar. Okay, achten wir mal auf die Schatten. Vielleicht sehen wir bei den Schatten irgendwas Besonderes. Was ist denn das Viech mit den Schatten? Das hat ein Auge nur, oder was? Die Schatten kann ich nicht zuordnen. Da könnte ich nicht sagen, was ist, ehrlich gesagt. Das sind, glaube ich, einfach nur Schatten. Ja, das sind einfach nur Schatten. Kann ich nicht zuordnen. Okay. Welcome to Metropolis. Also es wird höchstwahrscheinlich natürlich eine neue Map sein. Wahrscheinlich kommen mehrere neue Maps ins Spiel. Wie ist eure Meinung zu den Trailer? Wie ist eure Meinung zu den neuen Brawler? Haut die mal in die Kommentare. Würde mich interessieren, wie eure Meinung ist. Ich weiß, Brawl Talk kommt wahrscheinlich bald raus. Aber ich muss halt vorproduzieren. Das ist mega der Stress übrigens. Es ist mega der Stress und mega einfach nur hoffen. Hoffen, dass Brawl Stars nett zu mir ist und das Update nicht am Montag raushaut. Aber warum sollen sie es am Wochenende raushauen? Warum sollen sie... Das macht keinen Sinn. Das, oh, ich würde so ausflippen. Na gut, dann sehen wir uns bis zum nächsten Mal, Leute. Schreibt eure Meinung in die Kommentare. Ich habe mega Stress gerade wegen... den neuen Update. Ich hoffe, es kommt nicht raus, wenn ich im Urlaub bin. Okay. Dankeschön fürs Zusehen, Leute. Bis dahin und ciao.